Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Die Führung der Föderation ist dabei, einen Kapitän auszuwählen, der sich federführend mit dem Problem der Borg befassen wird. Eine sehr verantwortungsvolle und vermutlich auch sehr gefährliche Aufgabe, die auf diesen Captain zukommt. Und ich bin gespannt, wer da gewählt wird. Wir haben den Prozess gestartet. In 30 Tagen wissen wir mehr. Bis dahin gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, die ich erledigen will. Als erstes, hier haben wir noch Trümmer zu untersuchen. Da schicken wir die Silver Sides dorthin, damit das erledigt werden kann. Dann, ja, mit den Farians wollten wir, oder mit den Farianern, wollten wir eigentlich den Integrationsprozess vorschlagen. Wir werden vorher mal die Unabhängigkeit garantieren und ja, versuchen das Ganze nochmal. Das hat irgendwie das letzte Mal nicht richtig funktioniert. Vielleicht klappt es jetzt besser. So, dann werde ich in unserer Bergbauwelt hier mal die planetare Verwaltung einrichten. Genau, dass wir da besser werden. Und unsere Flotte kann verbessert werden. Wir haben da ja neue Energiesysteme. Das werden wir mal starten. Und ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht auch mal stärker zumindest unsere wichtigen Systeme mit Verteidigungsplattformen ausstatten werden. Dazu gehen wir mal in den Designer rein. Und ich habe mir das schon mal angeguckt. Es gibt meines Erachtens jetzt keine bessere Ausrüstung, die wir nutzen können. Und wir haben auch eigentlich zu viel Energie. Wir brauchen hier gar nicht den Antimaterie-Reaktor. Wir werden den anderen einbauen, das speichern. Und dann werden wir mal ein bisschen davon bauen, würde ich sagen. Einmal hier in der Erde. Okay. 154. Ich weiß gar nicht, wie viele können wir hier bauen. Da gibt es auch, glaube ich, eine Limitierung, die ich jetzt gerade nicht sehe. Hm. Warte mal, ich mache mal so viel, bis wir ans Limit kommen. Okay, im Moment wird mir keins angezeigt. 5 macht er. Ja, lass uns da mal 5 bauen. Ist in Ordnung. Ich bin am Überlegen, ob wir das hier im Vulkansystem, ich glaube, wir haben mal 3 bauen und Signi, würde ich sagen, ebenfalls 3. Und ja, dann läuft das erstmal. Vielleicht auch im Trade. Da haben wir ja schon 2. Ja, eigentlich müssten die auflösen, weil wir das System nicht verbessern können. Pass mal auf, wir lösen die auf und werden auch hier 3 bauen. Okay, haben wir ein bisschen Legierung ausgegeben. So, dann kann es, glaube ich, erstmal losgehen und ich bin gespannt, was da auf uns zukommt. Neuer Erstkontakt, ernsthaft? Wo? Da oben? Im Malkor-System. Ja, im Moment keinen Gesandten frei, um das zu überprüfen. Aber es geht ja mal wieder Schlag auf Schlag. So, jetzt kann das Ganze beginnen. Sehr schön. Das machen wir. Und zwar Diana Troy startet die Geschichte. So, wir sind auch hier bei plus 1. Naja, wir haben immerhin jetzt 3 Integrationsprojekte. Und ich sehe gerade, Tuvok ist bei den Klingonen. Vielleicht ist es sinnvoll, wenn wir ihn hier lieber für den Erstkontakt nutzen. Ja, ich denke, bei den Klingonen ist die Sache soweit in Ordnung hier, freundlich, gute Beziehung. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nichts weiter tun. So, Trill ist repariert. Die erste Flotte noch nicht. Und die Unabhängigkeit ist ebenfalls erfolgreich erklärt worden. Oh Mann! Und es hat jetzt tatsächlich Jean-Luc Picard erwischt. Er hat sich bereit erklärt, den Borg-Kubus zu erforschen. Ersten Berichten zufolge handelt es sich tatsächlich um ein Schiff, obwohl es weder über eine Brücke noch eine richtige Crew verfügt. Das vor vielen Jahren von uns entdeckte Schiff transportiert eine große Zahl kybernetischer Organismen, die sich in einer Art von Stasis befinden. Wir sollten vorerst eine sichere Distanz für weitere Untersuchungen einhalten. Ja, bin ich auch der Meinung. Okay, wir werden das seltsame Schiff genau beobachten. Wir können die Waffensysteme studieren.
Ah, warte mal. Es gibt in jedem Fall das Spezialprojekt Kontakt mit dem Borg, aber wir können unterschiedliche Boni erhalten. Und ich würde sagen, wir studieren die Waffensysteme. Das gefällt mir am besten. So, das heißt aber, wir haben eine neue Mission. Okay, Jean-Luc Picard muss tatsächlich vor Ort sein. Wo denn eigentlich? In Sandir. Okay, stimmt. Da hatte ja was stattgefunden, ich erinnere mich. So, das Problem ist natürlich... Aber ist das irgendwie zeitkritisch? Ja, 1797 Tage. Gut, das ist noch eine relativ lange Zeit. Ich würde gerne auf jeden Fall erstmal diese beiden anderen Missionen hier erfüllen. Und wir sind kurz davor. Wir brauchen noch eine Anomalie und eine Erkundung. Die Erkundung ist kein Problem. Ich hoffe, die Anomalie kriegen wir auch noch. Ich denke, dann können wir uns in die Richtung bewegen. So, die andere Flotte ist auch repariert. Okay. Heikel. So, an den Trümmern arbeiten wir. Das läuft. Ja. So, was ist hier los? Replikatastrophe. Bei der Untersuchung der polarischen Explosion, die für die Subraumrisse auf Idiara 1 verantwortlich war, sind wir auf eine Landschaft gestoßen, deren Strömungen in einer fortlaufenden Welle elektrische Ladung ausstoßen. Die Landung in der Nähe dieses Gebiets hatte katastrophale Folgen an Bord der USS Cerritos. Unsere Replikatoren haben über Stunden eine Fehlfunktion erlitten, die dazu geführt hat, dass völlig andere Gegenstände repliziert wurden als angefragt. Je weiter wir uns von den Strömungen entfernen, desto mehr kehren die Replikatoren zur Normalität zurück. Ihre Funktionalität lässt jedoch nach wie vor zu wünschen übrig, sodass sie derzeit nur mit einer Chance von 50% die folgenden Objekte replizieren. Okay, ein Amethyst- oder Silberbesteck, das heißt entweder Mineralien oder Legierungen, ein Nationalwappen oder bajoranisches Hasperat, Einigkeit oder Nahrung. Oder ein Phaser oder ein diplomatischer Anstecker. Energie oder Einfluss. Ich würde sagen, wir spekulieren ein bisschen auf 1000 Mineralien. Vom Stein erhalten wir Mineralien, vom Besteck Legierungen. Gucken wir mal, was wir bekommen. Ja, wir haben tatsächlich die Mineralien bekommen. Hervorragend. Warte mal, Erstkontakt läuft, ne? Ja, genau. Okay, damit können wir jetzt richtig was anfangen. Da müssen wir gut gucken, wo wir am besten investieren. Gibt es irgendwo ganz große Probleme? Ja, aber hier sind wir schon am Stadtdistrikt dran. Das müsste eigentlich die größten Probleme lösen. Dann gehen wir mal lieber wieder in die in Richtung unserer anderen Missionen. Wir werden hier ein Forschungslabor mal bauen. Vielleicht auch auf den anderen Tech-Welten. Rigo Prime. Haben wir aber keine Arbeitslosen. Das hat jetzt nicht absolute Priorität. Trill allerdings. Das ist vielleicht ganz gut. Ja, bauen wir auch ein Forschungslaboratorium. So, jetzt haben wir schön viele Bauten am Start. Energie ist kein großes Thema mehr. Gucken wir uns mal die Erde an. Vielleicht können wir auf der Erde einen Kulturdistrikt machen. Brauchen wir ja auch. Passt. Oder gibt es hier einen sehr, sehr wichtiges Gebäude, was wir hier mal nutzen sollten. Ich meine, die Mineralienaufbereitungsanlage ist auf der Erde auch nicht schlecht, weil wir auch hier Bergarbeiterjobs haben. Und wir brauchen immer mehr Mineralien. Ich würde sagen, wir machen das mal. So, wir haben immer noch Mineralien übrig. Das ist hervorragend. So, dann werden wir hier mal das Dienstleistungsproblem angehen und den holographischen Umgebungssimulator bauen.
Gut, damit sind wir ein ganzes Stück vorangekommen. Das freut mich. Hervorragend. So, Ausbereitung ist ein Thema, aber jetzt schon nicht mehr, weil wir die irgendwo... Starfleet Vessels improved. Ja, genau. Hier in Denobula haben wir nämlich jetzt die planetare Verwaltung und damit geht auch die Ausbreitung deutlich hoch. So, damit sind die gröbsten Probleme erstmal erledigt. Wir haben aber hier noch nicht geklärt, wofür nutzen wir Denobula. Was wir mal machen könnten, ist vielleicht hier so eine Bürokratiewelt zu machen. Das heißt, weitere Aufseher zu beschäftigen. Warte mal, Aufseher. Verwaltungslimit von Aufsehern ist um 8 erhöht. Genau, damit können wir nämlich unser Verwaltungslimit hochbringen. Aber im Moment sieht das eigentlich ganz gut aus. Wenn wir jetzt noch die anderen planetaren Verwaltungen bauen, dann ist das eigentlich gar kein großes Thema. So, Bergbauwelten lohnen sich hier auch nicht richtig. Das ist schwierig eigentlich. Tja, andererseits zwei Distrikte, warum nicht? Mineralien können wir gebrauchen. Ja, kommt. Oder wir nutzen das auch für Kulturdistrikte. Überall mal so ein Kulturdistrikt reinknallen. Nee, kommt. Wir machen hier auch einen Bergbaudistrikt. Irgendwas müssen wir ja machen. Und werden dann hier, wenn wir es können, 32 im nächsten Monat einen Bergbaudistrikt platzieren. Um dann noch ein bisschen weiterzumachen. Construction finished on schedule. So, Usura haben wir. Was ist jetzt passiert? Lautlose Amalham im Sonnensystem. Okay, hier wird Spionage betrieben. Eigentlich haben wir ja gegen Spionage. War wohl nicht erfolgreich. Weiß gar nicht, ob wir da irgendwas tun sollten jetzt aktiv. Lohnt sich das jetzt da hinzufliegen? Gegen Spionage tatsächlich über 80%. Alles klar. Was ist denn das bitte für eine Flugroute? Ach so. Ah. Okay. Wegen diesem Node scheint das der schnellste Weg zu sein. Dann will ich nichts gesagt haben. So, unsere Forschungsschiffe haben alle was zu tun. Die Enterprise auch, die Cerritos auch. Okay. Hier allerdings müssen wir mal gucken, wie wir weitermachen. Wir haben das hier und hier wollten wir terraformen. Genau, das war auf jeden Fall ein Plan. Den werden wir habe ich jetzt auch das Richtige gewählt? Ja, es gibt nur einen. Terraforming in Gang. So, Tamira ist noch nicht zu Ende erforscht. Aber das. Wie wäre es, wenn wir hier eine Sternenbasis bauen? Geht nicht. Jetzt fehlt uns Einfluss. Okay. Debris report ready. Trümmer analysiert. Sehr schön. Ein paar interessante Sachen bekommen. Hervorragend. So, du bist hier weiter beim Erkunden. Hast du noch ein paar Ziele? Dann würde ich sagen... Wo helfen wir denn jetzt? Ne, das ist das falsche Schiff. Wo macht ihr dann weiter? Die Silver Sides. Ich würde ja dann lieber hier unten irgendwo automatisch erkunden. Beweg dich mal dahin. Und von da geht es dann weiter später. Wenn wir hoffentlich dran denken. Mission Log updated. Oh, sehr schön. Spionagemission war erfolgreich bei den Cardassianern. Wir haben weiter infiltriert. Was haben wir denn jetzt für einen Status erreicht? Geheiminfo 40. Ja. Wir wissen immer mehr. Mehr brauchen wir eigentlich hier auch nicht zu wissen, glaube ich. Flottenstärke nach wie vor ebenbürtig. Das gefällt mir. Gut. Was machen wir mit unserem Spion? Ist er hier halt, wo ist er eigentlich? Warum sehe ich ihn nicht? Ist er wie aufgeflogen? Ist er zurückgekehrt? Ach so.
Er war selbst für mich hier unsichtbar. Okay, nicht schlecht. Er hat gerade so nicht Stufe 4 erreicht. Das ist natürlich ärgerlich. Können wir noch irgendwas Cooles machen? Was Passendes? Energie abzweigen? Oder Propaganda? Ich bin mir nicht sicher, was da passiert. Aber das hier am Ende, also das könnte man vielleicht sinnvollerweise irgendwo an der Grenze machen. Ja, schaut mal, die haben hier ein bisschen expandiert. Hier ist das vielleicht ganz cool, das zu unternehmen. Dann fliegt man hier rein. Naja, wir müssen das Ganze wohl erstmal aufdecken. Und dann werden wir da was tun. Passt, glaube ich, besser. So, eine Mission kann abgeschlossen werden. Ja, toll. Welche denn bitte? Oh Mann, wir haben die Geschichte mit den Romulanern erforscht. Und was ist da passiert? Okay, wird uns nicht erzählt. Eben, ja, das sehen wir uns gleich durch. Aber ich denke, wir werden mal die Mission erstmal machen. Also, die Sichtung abweichender Fluktuationen und ungewöhnlicher Sonnenexplosionen in der Nähe der romulanischen Heimatwelt wurde als Grund für galaktische Besorgnis gemeldet. Um herauszufinden, was genau die Ursache für diese anormalen Messwerte ist, haben wir uns den Romulanern bei ihren Untersuchungen angeschlossen. Denn wir haben neutrale Beziehungen, deswegen kann es hier weitergehen. Gegenseitige Meinung mit dem romulanischen Sternenimperium ändert sich um plus 100 und Frachterbaupläne sind freigeschaltet. Und wir bekommen Forschung. Sehr schön. So, dann Exodus. Es geht um das Spezialprojekt Sofortige Evakuierung. Was hat es damit auf sich? Unsere Untersuchungen liefern kein einheitliches Ergebnis. Wie es scheint, wird sich die romulanische Sonne in eine Supernova entwickeln, die droht, nicht nur das romulanische System zu zerstören, sondern auch Milliarden Opfer im Beta-Quadranten zu fordern. Milliarden. Es ist vielleicht zu spät, die romulanische Heimatwelt zu retten, aber es könnte doch Hoffnung für das romulanische Volk geben. Okay, wir können... Aha. Okay, wir müssen Frachter... Wir müssen Frachter bauen. Das können wir jetzt. So wie es aussieht, in der Werft. Tatsächlich Frachter. Ja gut, ist ja kein Problem. Bauen wir erstmal ein. Keine Ahnung, wie viel da nötig sind. Aber starten wir das, ja? Unbedingt. Lasst uns kurz nochmal auch diese Mission auf der Karte verfolgen. Die sofortige... Okay, das sagt er uns aber die Erde. Das ist ja ein bisschen Quatsch. Naja, wir bauen erstmal den Frachter. Turmoil is flaring up elsewhere in the galaxy. We hope these hostilities will end soon. Und die Schweine von Cardassianern haben jetzt ernsthaft in dieser kritischen Situation den Romulanern den Krieg erklärt. Ist ja unglaublich. New technology has passed testing protocols. Forschungskomplexe, das ist gut. Das wollen wir haben. Unterhalt ein Tetrion, da müssen wir also aufpassen, wo wir das bauen. Idealerweise natürlich auf Vulkan. Sichere Fluchtpläne und Minimaldistanzen wurden für den Fall der Fälle festgelegt, dass die unter Verschluss stehenden Anlagen proaktiv desintegriert werden müssen. Neue Forschung. So, was wollen wir haben? Naniten von Bergbaustationen. Okay, das sind die Sachen, die wir jetzt durch die Trümmer bekommen haben. Spinale Phaserlanze, 16.000. Ein X-Slot haben wir, glaube ich, gar nicht. Schild. Booster-Modul finde ich ganz cool eigentlich. Lohnt sich aber eher für größere Schiffe. Schneidestrahl. Macht super Schaden. Oder Negatronendisruptor. Schilddurchschlag. Klingt irgendwie gut. Nehmen wir. Müsste man sich jetzt eigentlich die Schiffe genau angucken, aber passt schon irgendwie, würde ich sagen. Okay. Incoming transmission. Es gibt eine Einladung. True. Die Romulaner setzen... Ja. Ich würde sagen, in dieser Situation, gerade wo es um Hilfe geht, freundliche Beziehungen, werden wir zustimmen. We can now reach further into the uncatalogued areas of the galaxy.
Okay. So, aber was ein bisschen schade ist, Picard findet keine weiteren Anomalien. Incoming transmission. Jolan True. Oh, jetzt wird hier wirklich die Freundschaft ausgerufen. Aber ich würde sagen, dieses Ereignis verändert schon sehr stark die ganze Gemengelage. Wir machen das. Migrationsabkommen ist okay. So, auf der Erde haben wir jetzt Mineralienaufbereitungsanlage gebaut. Das ist auch gut. Wir haben auch schon wieder ganz schön viele Mineralien. Hier haben wir zum Beispiel auch noch keine Bestimmung. Da ist die Situation aber stabil. Sie ist überall inzwischen, glaube ich, einigermaßen stabil. Hier könnten wir mal Wohnungen gebrauchen. Gießereiwelt, bauen wir nochmal einen Stadtdistrikt. Und hier vielleicht als nächstes Dienstleistung. Auch hier den Holographen 113. Nächster Monat einfach abwarten und dann geht's weiter. Research Model. Okay, jetzt sind wir gut dabei langsam. Sehr schön. Umwelttechnische Aufbereitung. Biosphären sind massive Systeme, die Veränderungen gegenüber relativ widerstandsfähig sind. Ihre Verbesserung erfordert ein präzises Verständnis ihrer Wettersysteme und Biodiversität. Wie machen wir weiter? Holodeck. Das ist ein Dienstleistungsgebäude, eine Verbesserung. Ist für uns nicht so richtig relevant. Ja, das ist ganz cool. Trainings-Holodeck, Starterfahrung Schiffe plus 500. Das gefällt mir ganz gut. Nachhaltige Architektur, Welthauptstadt. Ist das die Verbesserung von... Oder gibt es das nur einmal? Das ist wahrscheinlich die Verbesserung von diesem Basisding, ne? Bin mir nicht sicher, was da die Voraussetzung ist. Also planetare Verwaltung, vermute ich mal. Das ist die nächste Stufe. Da stellt sich die Frage, was ist die Voraussetzung? Wie viel Bevölkerung? Steht das hier irgendwo? Nee, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir schon in dem Bereich sind, dass sich das lohnt. Scheint mir ganz gut und sinnvoll zu sein, wenn wir das haben. Trainings-Holodecks sind auch nicht schlecht, aber das bringt uns dann wieder voran mit der Ausbreitung. Jawohl. So, das ist fertig erkundet. Wir können uns aber jetzt da nicht mehr weiter expandieren. Aber wir haben eine nächste Sache erreicht. Ah, ja, Data. Positronisches Kalkül. Wovon träumen Androiden des So-Ong-Typs? Die Antwort, jedenfalls für Lieutenant Commander Data von der Enterprise, von den Geheimnissen unseres Universums. Sein positronisches Gehirn enthält 800 Quadrillionen Bits an Speicherplatz. Es wäre eine schreckliche Vergeudung, es ungenutzt zu lassen. Modifikator, positronisches Kalkül, Forschungsgeschwindigkeit, Anomalien plus 10%, Entdeckungschance, Anomalien plus 20%, Forschungsgeschwindigkeit plus 5% und Data wird rekrutiert. Sehr gut. Federation News Bulletin. Ein Mysterium ist nur so lange ein Mysterium, bis es ergründet wird. Ausgezeichnet. Und Data hat noch eine Eigenschaft erlangt, die uns jetzt nicht mitgeteilt wird. Aber wir gucken uns Data an. Vermutlich ist er ein Forscher. Würde mich sehr wundern, wenn nicht. Tatsächlich. Ja. Ein Fünfer. Das ist gut. Ein Fünfer-Forscher. Wir schauen mal. Geben wir ihn in den Innendienst? Naja, nee, aber da haben wir ihn schon, ne? Dann würde ich sagen, kommt er auf unser Forschungsschiff, was im Moment jetzt hier keinen Kapitän hat, und er kriegt ein eigenes Kommando. Das ist doch auch nicht schlecht. Und ihm erlauben wir die automatische Erkundung, würde ich sagen. Okay, er fliegt darüber. So, aber dann stellt sich jetzt die Frage, die Enterprise. Wie viel Zeit haben wir noch? Kontakt mit dem Board, 1500, ist kein Thema. Wie sieht es jetzt eigentlich aus mit unserem Frachtschiff? Frachter wird noch konstruiert. Ja, wir versuchen nochmal die Enterprise, die fliegt hier das nochmal ab, in der Hoffnung, dass sie Anomalien findet. Damit wir auch noch diese Mission erfüllen und dann schicken wir
Picard zu den Borg, beziehungsweise vielleicht erkunden wir auch noch die gefährlichen Zonen. Hier könnte man ein System auf jeden Fall, zwei könnte man erkunden. So, Vulkan fertig, Andoria fertig, Trill fertig. Jolan True. Nicht Angriffsversprechen mit den Romulanern. Jetzt würde ich sagen, ja. In dieser Situation, ja. Okay, damit isolieren sich die Cardassianer weiter. Und Kix 2 wurde terraformt. Das heißt, wir können hier die Kolonisierung starten. 24 Planetengröße, das ist hervorragend. Tja, wen schicken wir da hin? Vielleicht mal die Cardassianer. Klingonen könnten wir da sogar hinschicken. Die leben bei uns auch. Die Cardassianer, nee, Quatsch. Wieso leben bei uns überhaupt Cardassianer? Was soll das denn? Wir schicken mal die Andorianer dahin. 2000 Nahrung haben wir gerade so. Auf geht's. We have surveyed a new star system. Das Malkor-System ist erkundet. Da wissen wir aber immer noch nicht, wer da lebt. Okay. Erde nur ein Arbeitsloser in Risa, würde ich sagen, gehen wir dann als nächstes wieder auf den Bergbau. Distrikt, um das noch weiter zu stärken. Wir haben schon wieder lautlosen Alarm. Was macht unser Spion? Der ist immer noch bei der Gegenspionage. Ist der immer noch nicht angekommen? Oh Gott, wie erbärmlich. Da ist er jetzt. Jetzt erreicht er erst den Ort des Geschehens. Ganz schön lange unterwegs. Ah, wartet mal. Wir wollten, Stichwort Spion, wir wollten hier unten auch noch was machen. Okay. Hier könnten wir mal versuchen, Propaganda zu betreiben. Oder wir gehen auf Nummer sicher und machen hier noch einmal geheime Informationen. Obwohl, das, die Wahrscheinlichkeit ist genauso stark. Dann machen wir es mal mit Propaganda. Mal gucken, vielleicht ist er stark genug, da was hinzubekommen. Okay, es gibt schon Frieden, interessanterweise. Haben die da irgendwas erreicht? War das nur ein Trick, um mit uns die Bündnisse zu erschleichen? Kann ich mir aber auch kaum vorstellen. So Leute, was ist hier mit unserem Frachter? Der ist da. Und wo müssen wir ihn jetzt hinschicken? Habe ich immer noch nicht ganz kapiert. Aha, hier tatsächlich. Bei uns? Erde. Projekt erforschen. Okay, ich bin gespannt. Der Frachter bewegt sich gleich dorthin, oder? Im Moment passiert nichts. Läuft das denn? Ja, ist irgendwie gerade komisch. Nee, läuft tatsächlich. 93%. Da bin ich mal gespannt. Okay. Exodus, Mission abgeschlossen. Wir sehen es als unsere moralische Pflicht an, die Sternflotte zu mobilisieren, um bei einer systemweiten Evakuierung von Millionen von Bürgern zu helfen. Unsere Transportschiffe stehen bereit. Erfahrungszuwachs Anführer plus 35%. Gegenseitige Meinung plus 200. Und wir kriegen eine Menge Einfluss, den wir gut gebrauchen können. Okay, das heißt, das war jetzt relativ unspektakulär. Passiert hier noch was? Sieht nicht so aus. Die Sache hat sich immer noch nicht aufgeklärt. Okay, ja, okay. Das ging einfach, diese Hilfe. Da hätte man sich noch ein bisschen mehr Mühe geben müssen. So nach dem Motto, irgendwie 100 Frachter bauen oder so. Das war jetzt eher ernüchternd, diese Geschichte. Naja, gibt uns aber die Möglichkeit... Ach, wir haben erstmal noch... wen haben wir hier getroffen? Die Tanugan Anokrasie. Wir haben Sichtkontakt in Tsuarana hergestellt. Führen wir unsere Mission aus? Okay.
Wir werden dieser Zivilisation am ersten Akt der Diplomatie unter die Arme greifen oder wir feiern das Ganze. Ich weiß nicht, was das bedeutet. In einem ersten Akt der Diplomatie. Klingt irgendwie gut. Machen wir mal. Seien Sie gegrüßt, Fremde. Ich vertrete Denua Epton, Inquisitoren der Tanugana. Eine inquisitorische Anokratie. Die Gesetze dieser Gesellschaft betrachten das Individuum als schuldig, bis dessen Unschuld bewiesen ist. Sprechen Sie frei heraus und stellen Sie Ihre Fragen, aber seien Sie vorsichtig, denn in unserem Rechtssystem sind alle Angeklagten schuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist. Es gab in der Vergangenheit einige Zwischenfälle. Naja, wir freuen uns trotzdem, Sie zu treffen, würde ich sagen. Wo sind Sie denn? Ah, da sind Sie. Incoming Transmission. Okay. Ja, ich würde sagen, auch da werden wir dann Beziehung verbessern, aber wir schauen erstmal, was hier los ist. Myral ist erkundet, okay. Dann Kriegsgrund, ja gut, weil wir jemanden kennengelernt haben. Jolan True. Und ein Wirtschaftspakt mit den Romulanern. Ja, komm, wir machen jetzt die maximale Annäherung. Und hier. Appearances are everything. Da haben wir sie, die Inquisitoren. Oh, KI-Haltung, herzlich. Das wird hier schnell gehen. Wir machen direkt mal die offenen Grenzen. Und die Beziehung verbessern mit Shana Dal, die wir noch nie gesehen haben. Das sollte zügig gehen. So. Also wir haben 3 Integrationen, ein Erstkontakt und eine Beziehungsverbesserung. Läuft. Läuft, würde ich sagen. Okay. Aber es gibt gleich eine Bitte um Hilfe. Sie bittet uns um Hilfe beim Verbessern ihrer Schiffbau- und Umrüstungsprotokolle. Sie besitzen zwar genügend Schiffe, um eine grundlegende Verteidigung aufrechtzuerhalten, aber nachdem sie unsere fortschrittlichen Konstruktionen gesehen haben, war es ihr Entschluss, ihre Militärflotten kostspielig zu modernisieren. Die Tanugana würden sehr von einem Zugang zu unseren Bauplänen profitieren. Das Teilen von militärischen Spezifikationen würde außerdem alle künftigen Bündnisse für beide Parteien erleichtern. Puh. Okay. Also wir helfen der Zivilisation, ihre Flotten zu verstärken. Im Austausch dafür erhalten wir einzigartige Informationen über ihre Kultur mit einer Ausstellung im Daystrom-Institut. Neues Spezialprojekt. Das ist so ein bisschen heikel. Haben die gerade erst kennengelernt. Aber bisher haben wir gute Erfahrungen gemacht. Mission log updated. Immer gleich freundlich zu sein. Das klappt schon. Technische Unterstützung. Ja, müssen wir in Forschung investieren in den Bereich. Geht los, würde ich sagen. So, was macht unsere Gegenspionage? Der schleicht sich hier so rein. Appearances geöffnet. Na, hervorragend. We have surveyed a new star system. Und das Etiara-System ist jetzt auch erkundet. So, aber es bringt mich jetzt dazu, wir wollten noch hier unseren Einfluss hübsch nutzen, um hier eine Sternbasis zu bauen, würde ich sagen. Und in Tomira müssten wir das eigentlich auch tun. Auch wegen des Klasse-L-Planeten dort. Machen wir das. Bereiten wir uns auf diese Art und Weise aus. Okay. Incoming transmission. So, Botschaft wird Appearances are everything. Das ging schnell, hervorragend. True. Sogar ein Forschungsabkommen. Da würde ich aber sagen, das geht zu weit. So, Teller haben wir gebaut. Okay, liebe Leute. Ja, ich weiß, wir haben ziemlich viele Mineralien. Wir sollten wieder investieren. Aber an dieser Stelle will ich erstmal diese Staffel beenden. Wir haben viel geschafft, wir sind weit gekommen. Wir haben schon Teile des Missionszweiges bis unten zu Ende gebracht. Hier warten wir mal auf die Bajoraner, dass sie überhaupt beitreten. Aber das wird bald der Fall sein. In 10 Monaten. Oh, das wird ein freudiger Moment. Und dann werden wir uns bemühen, dann muss Bajor irgendwie ausgebaut werden, ne? Also viele, viele Bewohner dorthin. Weniger als 4 Slots, neue Distrikte und so weiter. Ja, und mit der Geschichte kommen wir auch
langsam voran. Wir brauchen noch ein Forschungsgebäude und dann die ganzen Kulturdistrikte. Dann geht's da weiter. Und schaut mal, hier sind wir auch ganz gut dabei. Hier brauchen wir noch einen terraformierten Planeten und einen Typ M terraformierten. Dann haben wir auch die Erweckung und danach kommt Deep Space Nine. Auch nicht schlecht. Gut. Ja, also, es macht weiter irgendwie Spaß. Es spielt sich schon doch auch irgendwo sehr anders als Stellaris, aber ja, gerade das ist ja das Schöne, dass man hier mal eine kleine andere Erfahrung hat. Alles ein bisschen geführter, aber trotzdem nicht ohne eigene Entscheidung. Finde ich gut. Wir sehen uns wieder in der nächsten Staffel. Bis dahin macht's gut, euer Steinwall.